Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aini Tinas Wonderlands. Wir sind auf dem Weg zum Labyrinth, genau. Dort müssen wir nämlich irgendwas finden. Was ich aber eigentlich gerne finden würde, wäre Verkaufsstände. Ach du Scheiße, ist das geiler Damage, du. Oh. Oh boy. Okay, das war nix. Kannst du mal... Danke. So. Ich würde eigentlich gerne wieder mal Sachen verkaufen. Das wäre, echt eine schöne Sache. Weil... Der Platz geht mir halt wirklich so langsam aber sicher aus im Inventar. Und das ist nicht schön. Komm, geh drauf. Verbrenn mal schön, danke. Oh bitte, hab im Labyrinth Verkaufsstände. Selbst die Prophezeiung sagt nichts über den Verbleib des alten Schlüsselsteins. Du musst ihn finden. Hier ist er doch. Das ging ja schnell. Also, um die Tür zu öffnen, musst du folgende Worte sprechen. Clatunamius baradadum nictorium. Okay. Mach ich. Kaktons beschimpftes Nackenhaar. Das war furchtbar. Damit hast du die Wächter im Inneren alarmiert, die dich ganz sicher töten werden. Klasse. Solltest du wie durch ein Wunder doch überleben, finde den Zweizack. Der langgelorene Schlüsselstein war also nur ein paar Meter entfernt? Und wir mussten nur irgendeinen Unsinn nachbrabbeln? Klappe, Valentine! Worte sind mächtig, du dummer Dämmler! Autsch! Ja, das sind sie wohl. Ja, ja! Komm, mein ahnungsloser Fluchbrecher! Befreie mich von diesem ewigen Durst! Wir müssen gegen die gruselige, durstige Lady kämpfen, oder? Wer weiß, Tomodachi? Jetzt sei still. Tomodachi. So unzählige Jahre bin ich für meine Sünden an diesen Ort gebunden. Ja, halt jetzt dein Maul und kämpf mit mir. Doch niemals tot. Mich schaudert. Nummer uno. Next. Okay, Entschuldigung. Ich wollte doch nur... Scheiße. Wo war ich? Ach ja. Ewig sterbend. Doch niemals tot. Komm zu mir. Brich meine Ketten. Nur dann wird man erlangen, wonach man sich sehnt. Ja, okay. Warum ist denn jetzt hier plötzlich ein Mensch? Das frage ich mich jetzt tatsächlich. Was machst du? Oh, shit. Was machst du hier? Beziehungsweise, was macht ihr alle hier? Geht mal alle drauf hier, komm. Du auch. Der Bäder ist da oben auch, bitte. Oder du zuerst. Zack. Na los. Hey, 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 hey. Zack. Und tot. Aber ich bin auch was tot. Das ist nicht so geil. Komm schon. Oh. Das ist auch einer. Nichts ist real. Alles ist okidoki. Ja, jetzt stirb. Ich hab noch 5 Plätze. Oh. 5400. Ich kann jetzt wirklich nur noch die extra teuren Sachen mitnehmen. Das ist halt scheiße. Das ist halt wirklich scheiße. Dass man so lange nichts verkaufen kann. Aber okay. Es ist jetzt halt so. Du hast überlebt. Ich bin schockiert. Aber gut. Schnapp dir den Zweizack. Ja, das wird wohl nicht so einfach, oder? Ich habe so lange gewartet. Ha. Klingt nach der alten, dämonifizierten Königin von Atlantis. Der Herzfresserin. Ganz langsam. Die was? Du hast mich verstanden. Mich dürstet! Ja, super. Ja, ich hab nichts anderes erwartet.
Hier, bitteschön. Oh shit, nimmt der gar kein Damage. Okay. Frieren wir sie mal ein, bitte. Gut, dann den hier nochmal. Nein, das sind ja nur Schatten. Scheiße. Ah, hier ist sie. Und tot. Alles alleine, okay? Halt die Klappe. Schnapp dir den Zweizack. Was für halt die Klappe? Lass ich erstmal hier die teuren Sachen mitnehmen, bitte. Meine Sachen würde ich wirklich gerne mal verkaufen. Naja, nimm den Scheiß hier mit. Enorm verflucht. Das habe ich sicher schon erwähnt. Also, wir treffen uns dann in Salissa im Quell des Wohlseins. Beeil dich. Ich kann meine Sachen endlich verkaufen. Ja, super. Da kann ich ja noch zwei Sachen mitnehmen hier. Nachdem Aspekte befreit wurden, wird sie damit beginnen, sich innerhalb ihrer ursprünglichen Schöpfungsessenz wieder zusammenzufügen. Sobald wir den Zweizack zum Ort des Spaltungsrituals gebracht haben, wird er sie wiederbeleben. Ich schätze, ich gewähre dir die Ehre, an meiner Seite zu kämpfen. Aber hör mir gut zu. Komm mir nicht in die Quere. Ach, halt die Fresse. Ich verkaufe einfach alles. Alles weg, komm. Das ist alles schon bekannt. Ja, 200.000 Gold gemacht. Das ist doch super. Wait a minute. Okay. Nee. Vielleicht ein neuer Zauber? Das wäre noch cool. Der müsste hier sein. Ach, das ist nix. So, da oben ist noch ein Glückswürfel, habe ich vorhin gesehen. Den machen wir jetzt doch noch schnell auf. Jetzt habe ich gewürfelt. Eine 19. Okay. 2600er Schild. Also das ist ordentlich. Aber minus 10. Ja. Zeig mal her. Okay. Ist schon nicht schlecht. Aber ich bleib beim jetzigen. Einfach weil, wenn ich Nahkampfschaden erleide, solange der Schutz, warte mal, solange er aufgebraucht ist, oder? Ne, bei aktivem Schutz. Wenn ich Nahkampfschaden erleide, bei aktivem Schutz, gebe ich Schaden zurück. So. Das nehme ich noch nützlich. Also, dann gehen wir doch mal nach vorne. Und müssen jetzt wohl die Salissa töten gehen. Hätte ich jetzt mal behauptet. Warum bist denn du so aus der Puste, Kollege? Warte mal. Ist hier unten vielleicht irgendwas versteckt? Nein. Hier drüben? Da ist ein Gang. Wohin führt er mich? Zu einer Truhe? Okay. Und was ist denn hier Schönes? Ja, es ist nicht wirklich viel, aber da mein Inventar leer ist, nehme ich es mit. Warum nicht? So, ich höre Gegner. Nee, also verbrennen möchte ich jetzt nicht wirklich. Sehr gut. Alter. Oh, sind ein bisschen viele hier. Oh. Entwunden. Ja, die ist kaputt. Das ist so. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, liebe Gewundene, weil ist ja jetzt tot. Was doch erfreulich ist. Was muss ich denn? Ah, ich muss hoch. Hoppala.
Warte mal, kann ich hier durch? Ah. Was haben wir denn hier? Komm her. Scheiß auf deine Schuppen. Hier. Yeah. Komm her. Dann machen wir es halt so. Oh. Und. Komm schon. Geht doch. So, halt dein Maul. Oh. Guck mal, was ist das? Alter. Jimmy? Alter Jimmy? Keine Ahnung. Ja, gehen wir zurück. Wie komme ich denn ein Stockwerk nach oben? Das ist die große Frage, ha? Ah, hier. Okay. Easy. Ah, shit, das war ja gerade mein Sniper. So. Und tschüss. Oh shit, eine Eisenhaut, okay. Zack. Easy. Ja, die sind einfach. Was haben wir hier? Oh! Glückswürfel. Okay, aber ich will gerne an die Beute rankommen. So, hey, hey, hey. Was haben wir hier noch Schönes? 2,5. Ja, ist okay. Warte mal. Bin ich denn jetzt hier am richtigen Ort überhaupt? Ja, bin ich. Du kommst spät. Aber wenigstens hatte ich Zeit, meine Tränke zu nehmen und meine Klingen zu ölen. Jetzt gehen wir aufs Dach, wo das Spaltungsritual durchgeführt wurde. Okay, na dann, ab aufs Dach. Bist du bereit, dem größten Monstertöter aller Zeiten bei der Arbeit zuzusehen? Also mir. Platzier den Zweizack auf dem Podest und mach dich bereit. Du meinst, ich soll mir selber zusehen? Ich glaube, du wirst draufgehen, mein Freund. Hör mich an, böses Alissa. Ich bin es, der unbesiegte Monstertöter Gerrit von Trevial. Träge dir meinen Namen gut, denn er wird das Letzte sein, das du hören wirst. Ich bin bereit, der Welt zu beweisen, dass selbst eine Göttin bluten kann. Ja, dann zeig mal her. Du bist wirklich so dumm, wie wir gehofft hatten. Stirb, du Narr. Ich bin dein Untergang. Ich bin dein Ende. Und wenn du tot bist, werden... Ja, tot ist er. Ach, du heilige Scheiße. What? Okay. Der Damage kam unerwartet. Machen wir das halt so. Hab ich ein Level up? Nee, oder? Nee. Ach, Salisa, hör auf mit dem Quatsch hier. Na los. Ach, du heilige Scheiße. Gut, sie kann mich ruhig kaputt machen, weil, ich kann mich ja heilen an den anderen da. Hoppala. Okay. Wunderbar. Was ist jetzt los? Salissas Peitsche macht den Scheiß da kaputt. Na los. Alles weg da. Alter. Okay. Es ist, sie macht sehr viel Damage. Das muss man ihr lassen.
Heißt du wieder. Okay. Kannst du... Oh shit. Okay. Zum Glück bist du noch da. Danke dafür. Ja. Mal wieder den hier. Ich greife einfach die ganze Zeit Salissa an und wenn ich drauf gehe, mache ich einfach eine von den Schattenkreaturen da kaputt. So. Dann kann ich wieder auf Salissa drauf gehen. Na los. Na, so hartnäckig ist sie schon. Das muss man ihr lassen. Dann machen wir nochmal den hier. Sehr gut. Und nochmal ein Blizzard. Und dann müsste sie eigentlich tot sein. So ist es. Nachdem die böse Göttin abermals durch eure mächtige Hand zerschmettert wird, fängt ihr zwei zerschetternd zu Boden. Na los, er gehört jetzt euch. Hatte er nicht gesagt, er wäre verflucht? Ja, jetzt ist es euer Fluch. Oh, na toll. Ja, super. Naja, egal. Es gibt ja eine gute Belohnung, oder? Vor allem kann ich verdammt viel Inventar mitnehmen zum Verkaufen. Gibt direkt nochmal 100.000, 200.000 Gold. Müssen wir jetzt echt mit diesem verfluchten Zweizack rumlaufen? Das gefällt mir nicht. Nein, ihr könnt ihn auch einfach verkaufen. Zumindest falls euch nichts daran liegt, Salissa davon abzuhalten, ihre bösen Mächte wieder zu erlangen und die Welt zu ertränken. Nein, nicht wirklich. Dann tut euch keinen Zwang an. Und jetzt, steigt hinab in den ewigen Quell des Wohlseins, / Thronsaal, um bejubelt zu werden. Ja, let's go. Warte. Ah, hier muss ich durch. Warte mal, ist hier vielleicht noch was versteckt? Nö. Ja, dann ab in den Thronsaal. Huldigen wir dem Helden der Sonnenzahn-Oase! Ja! 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 Danke, dass du uns von Salissas verderbendem Einfluss befreit hast. Viele unserer Schwestern sind immer noch von unbändigem Zorn ergriffen. Aber dank dir wurde einigen dieses Schicksal erspart. Ja, super. Viel Lärm um nichts. Schließe der Ditcher ab. Okay, super. Und ein Level up. Finde ich klasse. Direkt mal hier den Skillpunkt vergeben. Und zwar hier. Und... die Geschicklichkeit. Sehr gut. Okay. Also das war eine lange Quest. Jetzt habe ich noch zwei Nebenquests. Immer noch eine hier in der Sonnenzahnoase. Wo ist sie denn? Da kann ich noch eine annehmen gehen. Ah, guck mal. Kann ich da irgendwo hinreisen? Nee. Dann machen wir das so. Unter mir ist noch eine Quest. Wir gehen zuerst nach Prachthof und verkaufen nochmal den ganzen Shit. Kehren zurück hier zur Oase und dann schauen wir weiter. Also Munition auffüllen, den ganzen Schrott verkaufen. Also, was hast du? Klage der Meere. 1,7 Millionen. Huh. Das ist, teuer und macht nicht mal so viel Damage. Ihre Spielereien. Warum einen Nachttopf kaufen, wenn man im Wald umsonst scheißen kann? Raketenwerfer. Das ist jetzt nichts Besonderes hier. Vielleicht hier einen coolen Zauber. Sag mal das hier. Hier würde der Schusswaffenschaden um einiges hochgehen. Shotgun-Nachladegeschwindigkeit. Statt kritische Trefferchance für Gefährte. Mehr Action-Skill-Dauer statt kritischer Nahkampfschaden. Kritische... Oh, ist schon geil. Ist gekauft. Okay, das ist
Nichts. Gut. Vielleicht auch einen neuen Schild oder eine Rüstung. Oh, ich habe zu wenig dafür. Scheiße. Ich wünschte, ich könnte Pirat werden wie meine Mama. Mein Papa. Das ist ja mal ein richtig geiles Rüstungsteil. Und ich kann es mir nicht leisten. Ja, Pech gehabt. Pech gehabt. Ich rüste den hier mal aus, den neuen Ring. Und dann verkaufen wir den hier. Und dann... Warte mal, hier ist auch noch Quest. Oh oh. Direkt annehmen, das Ding. Ein Bounty. Wo denn? Okay. Da ist so eine gewundene in der Sonnenzahnoase, die versucht, einen ganz besonderen Trank zu brauen, aber sie braucht Hilfe beim Besorgen der Zutaten. Lass das Mädel nicht hängen. Helf dir! Auch in der Sonnenzahnoase. Okay, dann haben wir noch ein bisschen was zu tun in der Sonnenzahnoase, bevor es zur Nekropole von Osugol geht. Ist doch wunderbar. Okay. Dann, ich dachte, die haben mich jetzt alle gerne. Was soll das denn? Hab euch doch befreit, die blöden Gewundenen. Oh, shit. Geh mal weg da, du blöder Zyklop. Und der Auglob kann auch gleich weg. Ja. Ist ja mal eine böse Überraschung, die ich hier bekomme. Finde ich jetzt nicht so schön. Warte mal. Ich will jetzt aber nicht die Quest machen. Ich will das hier. Augenblick der Zerstörung. Ich muss aber irgendwie noch einen Stockwerk nach unten gehen, weil da gibt es doch eine Quest zum Annehmen, oder? Da hat es mir doch jetzt gerade vorhin eine Quest angezeigt zum Annehmen, oder nicht? Oder war das die, die ich jetzt gerade angenommen habe? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, können wir hier schön durchlaufen. Und dann müssten wir einerseits zu den Verkaufsständen kommen. Andererseits zu einem... Checkpoint, wenn ich mich nicht irre. Haben wir so einen hier? Haben wir. Super, dann stehen wir direkt vor der neuen Quest. Die können wir dann morgen annehmen. Für heute ist erstmal genug. Ich bedanke mich beim Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.